jetzt erfolgreich in dieser großen Koalition agiert, auch Zustimmung erfährt, dass das auf Kosten der Partei Die Linke geht? Ich weiß nicht, das sind jetzt Spekulationen. Werden wir mal sehen, ob das so wird. Ich gönne es ja dieser Regierung. Es sind ja wirklich wahrscheinlich die besten Politiker, die im Moment im Angebot sind. Die Frage ist nur, welchen Spielraum werden sie eigentlich haben? Und da gibt es so Stellen, wo ich da sehr skeptisch wäre, wenn ich zum Beispiel lese, ein zentrales Vorhaben ist das Freihandelsabkommen mit den USA. Da kann ja, wenn man sich mit diesem Freihandelsabkommen etwas beschäftigt, man wirklich das Gruseln lernen. Weil da steht dann drin, dass also Konzerne gegen Staaten klagen können, wenn die ihnen Auflagen machen, etwa nach dem Motto Eigentum verpflichtet, also soziale oder politische Auflagen. Also Konzerne können klagen, wenn sie um ihren Profit fürchten. Also aber damit, Sie könnten ja davon ausgehen, dass die SPD vielleicht sich da etwas mehr ins Zeug legen. Ja, aber im Koalitionsvertrag steht, dass das ein zentrales Vorhaben ist. Und dann frage ich mich gerade, ob die SPD sich da ins Zeug legen wird. Und ich fürchte, sie wird den Spielraum nicht haben. Und also vielleicht das Freihandelsabkommen als solches. Aber es wird mit Sicherheit nicht das realisiert werden, was Sie gerade geschildert haben. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage, nicht wahr, dass wir das noch anfangen, jetzt international, dass Großkonzerne gegen die Staaten klagen können. Das ist da vorgesehen, ja. Das ist in dem Entwurf vorgesehen, aber ob das nachher vereinbart wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir haben genügend schlechte Erfahrungen. Ja. Das ist ein Punkt, über den natürlich gestritten werden muss. Und das wird so nicht kommen. Denn wir haben ja genügend negative Erfahrungen gehabt mit den Ratingagenturen. Das sind drei Ratingagenturen in den letzten Jahren, die von der amerikanischen Industrie finanziert werden und sich angemaßt haben, ein Urteil abzufällen über demokratisch gewählte Regierungen, Staaten, auch über Unternehmen. Das kommt ja überhaupt nicht mehr in Frage. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben ist, das, was in Edinburgh vor 4 Jahren beschlossen worden ist, vor 5 Jahren, nämlich diese Reform der internationalen Finanzstruktur. Und dazu gehört zum Beispiel Standardisierung der Finanzprodukte, aber auch die Einführung der internationalen Finanztransaktionssteuer und natürlich eine Demokratisierung der WTO, das ist auch wahr. Nicht wahr? Das ist das Problem mit dem der Freihandel. Da sind noch ganz andere Probleme in diesem Freihandelsabkommen drin. Das wird so nicht verabschiedet werden. Die Frage darüber wird es Streit geben, das ist klar. Wir haben ja eine große Koalition und eine große Mehrheit. Diese Fragen jetzt, was zum Beispiel die Regulierung, die Bändigung der Finanzmärkte angeht. Jetzt wäre ja eigentlich die Möglichkeit da, dass eine breite Mehrheit im Bundestag das tatsächlich anpackt, die sich da einigt. Glauben Sie, dass das funktionieren wird? Oder ist es einfach zu global, als dass man da nur auf eine deutsche Bundesregierung hoffen könnte? Also richtig ist, dass der Text relativ vage ist zu diesem Punkt auch. Aber ich denke, dass Sie jetzt wirklich die Mehrheit hätten, das zu schaffen. Richtig. Und das ist etwas, von dem, glaube ich, beide Parteien wissen, dass das in der Bevölkerung das A und O ist, dass dort etwas passiert. Richtig. Denn Sie haben sonst das Gefühl, dass alleine der Steuerzahler für diese Krise aufkommen muss. Richtig. Gut, es gibt jetzt auf der europäischen Ebene, dass zunächst mal die Gläubiger und die Eigentümer von Banken zahlen und erst, wenn gar nichts mehr und Sparer sogar mit ihren Einlagen über 100.000 Euro dabei sind, wird man sehen. Haben wir eigentlich mutige Politiker in Deutschland? Kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Recht, das Freihandelsabkommen als solches. Aber es wird mit Sicherheit nicht das realisiert werden, was Sie gerade geschildert haben. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Recht, das Freihandelsabkommen als solches. Aber es wird mit Sicherheit nicht das realisiert werden, was Sie gerade geschildert haben. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. 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 Das kommt ja überhaupt nicht in Frage.